Hey, aufwachen! Du wolltest ein Video drehen! Hä? Hey. Was? Wer? Wo? Hä? Hey? Sag mal, was ist denn mit dir los? Zu viel gefeiert? Sag mal, wer bist du überhaupt? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Naja, ich bin du aus der Vergangenheit. Und eigentlich wolltest du jetzt ein Video drehen. Ey, wovon sprichst du eigentlich? Kann es sein, dass du dich an nichts erinnerst? Eigentlich keine Ahnung. Keine Ahnung. Och nö, jetzt hast du auch noch Amnesie. Genau wie der Hauptcharakter in Amnesia. Super. Passend zu dem Monat des Gruselns schauen wir uns heute ein Survival-Horror-Game aus dem Hause Frictional Games an. Und auch jetzt stellen wir uns wieder die Frage. Amnesia. Wie hat es sich nach 8 langen Jahren gehalten? Für alle, die Frictional Games noch gar nicht kennen, hier einmal eine kleine Zusammenfassung. Das Studio wurde am 1. Januar 2007 von Thomas Gripp und Jens Nilsson gegründet. Das schwedische Studio hat sich auf Survival-Horror-Spiele spezialisiert und begann seine Reise in das Genre mit Penumbra: Overture im Jahre 2008. Die Penumbra-Reihe hat seitdem den Status von einem Kult-Klassik erhalten. Und wer das Genre wirklich abgrundtief liebt, sollte sich die Spiele zumindest mal angesehen haben. Doch den wahren Durchbruch erlangte das Studio mit Amnesia: The Dark Descent, welches am 8. September 2010 erschien. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Wie das Intro schon zeigte, sind wir Daniel, der durch ein riesiges Anwesen humpelt und anscheinend Schwierigkeiten hat, sich vor dem Hier und Jetzt zu erinnern. Also liegt es nun an uns, Daniel durch die Gänge zu führen und herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Dabei schreibt Daniel hin und wieder in sein Notizbuch, was dem Spieler als kleine Hilfestellung dienen kann. Die unter euch, die eine kleine Kleptomanie zu verbergen haben, werden in diesem Spiel ihren Spaß haben. Denn egal ob Schränke, Kommoden, Schreibtische, ihr könnt alles öffnen und rausnehmen. Naja, fast alles. Und es gibt tatsächlich immer mal wieder was Schönes zu finden. So lohnt es sich, sich bereits bei den ersten Schritten genauer umzuschauen, denn bereits hier findet man seine erste Zunderbüchse, ein Item, was benutzt wird, um allerlei Lichtquellen anzuzünden. Das wird im Laufe des Spiels noch wichtig, aber dazu kommen wir später. Jetzt schnappen wir uns erstmal eine Begleitung und folgen der rosanen Flüssigkeit.
Könntest du bitte die Tür geschlossen lassen? Ja, das Spiel versucht mit einigen Klischees den Spieler zu erschrecken und ihm Angst einzuflößen. Doch nicht alle sind wirklich gut. Und glaubt mir, allein in der ersten Stunde sieht man noch ein paar weitere erfolglose Versuche. Naja, mit einem Besen in der Hand laufen wir mal weiter. Nebenbei können wir ja ruhig ein wenig Staub wischen. Doch dauert es nicht lang und das nächste Klischee erscheint. Oh nein, wie gruselig. Die Lichter bewegen sich. Ah. Ich hab's euch ja versprochen, Amnesia spielt mit den Klischees. Oh, nicht schon wieder. Doch die Entwickler haben sich was Nettes einfallen lassen, um die Ladebildschirme interessanter zu gestalten. So findet man bei jedem Übergang in neue Gebiete kleine Teile der Background-Story und Geschichten des Amnesia-Universums. Und gerade diese Geschichte, auch die Background-Story, ist sehr interessant, verworren und gerade so gruselig, wie man sich von einer Survival-Horror-Story vorstellt. Tatsächlich gibt es ganz viele Möglichkeiten in dem Spiel, nochmal was zu lesen. Oder auch alleine mit der Umgebung wird eine Geschichte erklärt. Wir werden ein paar Beispiele später noch sehen. Und während ihr euch mal den Keller anguckt, hole ich mir einen neuen Tee. Denkt nicht mal dran! Man kennt es ja aus seiner Kindheit. Der dunkle Keller war schon immer ein Ort der Furcht, des Unbehagens. Und hier ist es der Ort, an dem ein wichtiger Aspekt des Gameplays gezeigt wird. Die psychische Verfassung Daniels. So fängt er an, mit den Zähnen zu knirschen, Dinge zu hören oder gar zu halluzinieren. Je länger er in der Dunkelheit bleibt oder etwas sieht, was nicht auf dieser Welt existieren sollte. Nichts geht über einen frischen Tee. Aber ich fange an vorauszugreifen. Kommen wir zurück zu unserem ersten Besuch im Keller. Denn auch wenn wir hier auf die ersten Zeichen von Daniels psychischen Verfall treffen, treffen wir hier auch auf die effektivste Waffe gegen diesen Verfall. Seht selbst. Immer wieder gut. Denn begleitet von einem dramatischen Luftzug bekommen wir hier die Laterne, unsere eigene kleine Lichtquelle. Diese wird sich als sehr praktisch erweisen, denn zum einen erhält sie natürlich die dunklen Gänge des Anwesens,
Aber zum anderen hilft sie auch zu verhindern, dass Daniel unter der psychischen Last zusammenbricht. Und wenn wir es eh gerade ansprechen, wenn genau dies passiert, dann können wir uns für ein paar Sekunden nicht bewegen. Was unter Umständen echt nicht schön sein kann. Aber wie finden wir jetzt nun eigentlich heraus, was hier los ist? Nun ja, überall sind Tagebuchseiten, Einträge, Zettel, Memento oder Erinnerungen verteilt in dieser Welt. Einige werden dir sogar regelrecht aufgezwungen. Du hast keine andere Wahl, als reinzulaufen und es passiert. Andere jedenfalls musst du suchen. Naja, suchen ist nicht ganz das richtige Wort. Weil wenn man sich eigentlich umguckt, findet man fast alles. Fast alles. Um euch das Ganze mal anschaulicher zu machen, hier nochmal das erste Beispiel. Dieser Zettel kann gar nicht übersehen werden. Er ist am Ende des Ganges und leuchtet. Wer würde da nicht draufklicken? 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. Oder hier, sobald man die Eingangshalle betritt, spielt die Erinnerung ab. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Und hier noch ein kleiner, gut gemeinter Tipp. So sehen Mementos aus. Auf die solltet ihr auch klicken. Jetzt habt ihr euch sicher gedacht, Eingangshalle? Ich hab keinen Bock auf Horror. Ich gehe einfach. So leicht ist das nicht. Die Entwickler haben schließlich mitgedacht. Amnesia ist aber auch in gewisser Weise ein Puzzlespiel. Hier versperrt uns eine rote, fleischartige Substanz den Weg. Um diese zu entfernen, müssen wir nun etwas im Labor herstellen. There should be more cooperite. Let me see. And one part aqua fortis. Doch dafür brauchen wir jetzt erst einmal die Chemikalien, welche im Weinkeller sind. Dieser ist jedoch verschlossen, also müssen wir jetzt erstmal den Schlüssel suchen.
Haben wir das gemacht, so geht es in den Weinkeller, die Chemikalien holen. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Oh nein, das Haus zerfällt und wir sind eingesperrt. Naja, schnell die Steine weggeräumt, die Balken zur Seite geschoben und ab ins Labor. Dort die richtige Substanz herstellen. Und nun können wir endlich in die Raffinerie, denn das fleischige Zeugs verätzt einfach. Und mit solchen Rätseln ist das gesamte Spiel gefüllt. Was gar nicht schlecht ist, denn dadurch wird sichergestellt, dass du auch alle Bereiche besuchst. Was sehr, sehr, sehr gut ist, denn je weiter du schreitest, je weiter du vorankommst, spielt das Spiel mit dir. Besonders im Audiodesign. Oh ja, das Audiodesign. Das Audiodesign ist der Teil, in dem das Spiel brilliert. Wir haben ja schon mitbekommen, wie Daniel seine Zähne knirscht, doch hört er auch immer wieder Schritte, die so vielleicht gar nicht existieren. Oder an einer anderen Stelle spielt das Spiel mit deiner Paranoia. Hier, wo nebenan ein Klavier gespielt wird. Wenn du jedoch schaust, ob da wer ist, ist niemand vorzufinden. Vielleicht hast du eher Glück und erhascht noch einen Blick von dem Musiker. Also talentiert ist er allemal. Was tust du, wenn du verfolgt wirst? Richtig, gleich im nächsten Schrank verstecken. Müll rausbringen! Wo ist das Kind? Soll aufräumen. Wo ist er?
hab's geschafft, Charlie. Wie sie willkommen. Nein, wirklich, in Amnesia muss man sich verstecken. Ansonsten ist es vorbei mit dir. Aber ich kann mich doch sicher wehren, so wie in anderen Survival-Horror-Titeln. Oder? Nein, kannst du nicht. In so einem großen Herrenhaus, da muss doch irgendwo eine Waffe rumliegen. Irgendwo, Wie wär's denn hiermit? Mit einem Gewehr? Nein. Okay, ein Gewehr nicht. Ich glaube, ich habe da hinten noch was gesehen. Ein Bogen oder so. Ich bin gleich wieder da. Ja, das ist schon mehr meine Liga. Damit kann ich mich doch wehren, oder? Nope. Gut, dann heißt es wohl verstecken und ruhig sein für mich. Na, dann bin ich mal im Schrank. Bis nachher, Leute. Aber kommen wir doch langsam mal zur eigentlichen Story. So erfahren wir recht früh, dass wir von einem Wesen, dem Schatten, verfolgt werden. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. Grund dafür ist ein Artefakt, welches wir bei einer Expedition entdeckt haben. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Wenn das Ganze jetzt ein wenig an die Werke von H.P. Lovecraft erinnert, dann mit gutem Grund. Denn diese waren auch eine Inspiration für das Ganze. Diese Inspiration war sogar so groß, dass Frictional Games ihre Engine die HPL Engine nannte und sie für all ihre Spiele nutzte, also HP Lovecraft Engine. Aber ich will euch tatsächlich gar nicht viel mehr von der Story verraten. Die könnt ihr schon ruhig selbst herausfinden. Ja, mein Tee ist schon wieder alle. Wird mal Zeit, neuen zu machen. Das Spiel ist auch heute noch durchaus ansehbar. Und durch das Zusammenspiel des düsteren Settings, des wundervollen Audiodesign und der auch heute noch recht stimmigen Texturen, erreicht das Spiel nach wie vor eine beklemmende, leicht furchterregende Stimmung.
Mir ist gerade eine Story von früher eingefallen. Und zwar kann ich mich noch sehr gut an meinen Informatikunterricht erinnern damals. In der 7., 8. Klasse. Dort hatte ein Mitspieler das Spiel, also Amnesia, auf einem Stick installiert gehabt und mitgebracht. Der hat es dann immer mal wieder angemacht und da hat sich eine kleine Gruppe um ihn gebildet. Ich persönlich kannte das Spiel schon, hab's selbst durchgespielt und hab bei Holly LP immer mal wieder so ein paar Custom Stories mir angeschaut. Aber außer mir und ihm kannte niemand aus der Klasse dieses Spiel. Also hat sich wirklich eine kleine Gruppe gebildet, die dann versucht hat, dieses Spiel zu spielen. Sowohl Jungs und Mädchen, weil ganz im Ernst, Informatikunterricht war damals einfach nur langweilig. Das Interessante war, dass sie sich bei jedem Scheiß, wirklich jedem Scheiß, erschrocken haben. Also kam mal ein Windzug, sofort ein Schrei. Kam diese Kakerlaken-Halluzination, sofort ein Schrei. Sie haben nie geschafft, dieses Spiel durchzuspielen, weil sie einfach zu viel Schiss hatten. Oh Gott, wir waren als Kinder echt immer wieder anders. Also es ist unfassbar, wie sehr wir uns doch verändern. Wow. Zeiten ändern sich. Wo wir auch gerade die Custom Stories angesprochen haben. Bleib noch, bitte, 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 schaltet nicht weg. Ich warte schon seit einer Woche. Ununterbrochen sitze ich hier und warte auf Zuschauer. Und ihr seid jetzt hier. Weh, du schaltest jetzt. Hey. Ich hack dir die Arme ab. Ich bin Holly. Und wir machen. Diese sind von der Community erstellte Karten und Geschichten, welche man kostenlos runterladen und spielen konnte. What are you doing here? This place is not safe. You have to get out of here fast. How did you get here anyways? Sie sind tatsächlich auch einer der Gründe, warum dieses Spiel so einen Hype bekommen hatte. Denn jeder wollte die YouTuber dabei sehen, wie sie sich vor den entweder unheimlichsten Storys gruseln. Nein. Oh Gott, was ist. Hey. Klinken. Siehst du hier? Klinken. Was ist. Oh mein Gott. Kommt es noch? Oh. Mach es auf. Oder wie sie die wohl bescheuersten Storys noch lustiger machen konnten. Kann ein Stückchen von Ponys enthalten. So, ich zock jetzt einfach mal weiter. Ho! Hey! Na du, bist du verletzt? Stimmt, irgendetwas war da. Gott, ich sollte mal meine Let's Play selber gucken. Oh, hör auf, so süß zu klingen, sonst esse ich dich gleich. Ihr könnt es auch gucken, ne? Also, wenn ihr es verpasst habt. Mit dem, muss mich zurückhalten, aber ich sabber schon ein bisschen. Doch das wahrhaft Schöne an Amnesia ist, dass es bis heute mit Updates und kleinen Änderungen aktuell gehalten wird. So kam erst letzte Woche ein neuer Spielmodus, der Hard Mode, raus, welchen ich aber eher für einen zweiten Playthrough empfehle. Alles in allem ist Amnesia The Dark Descent ein vollkommen gelungenes Spiel, was auch heute noch den ein oder anderen Schocker bereithält. Auch Veteranen werden immer was Neues vorfinden, dadurch, dass es dauernd Updates bekommt. Jetzt zum Beispiel die erst vor kurzem releaseden, releaseden Achievements. Oder halt, wie schon gesagt, der Hard Mode, der jetzt ganz frisch dabei ist. Amnesia kann man sich selbst nach 8 Jahren wirklich nochmal antun, wenn man mal so eine Nacht haben möchte, die schaurig schön werden sollte. Mein Tee ist nun auch wieder leer und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir das ganze Video mal beenden. Noch einen Tee werde ich mir jetzt nicht mehr machen.
Falls ihr noch Anekdoten, Gedanken, Erinnerungen oder Anmerkungen zu dem Spiel habt, die ihr teilen möchtet, dann schreibt sie in die Kommentare. Lasst es die Welt wissen. Ansonsten wird auch gerne konstruktive Kritik dort gesehen. Und ja, zum Ende hin gibt's tatsächlich nur noch eine kleine Danksagung. Ich mach komische Geräusche. Ach ja, genau, zum Ende hin kommt noch eine kleine Danksagung. Und falls ich jetzt ganz komisch klinge, es liegt daran, dass ich Glückspilz mir genau heute, an dem Tag, wo ich hier das Video machen wollte, eine kleine Erkältung eingefangen habe. Wie sollte es auch sonst sein? Naja, auf jeden Fall, bleibt bis zum Schluss für die Danksagung und jetzt gibt's nur noch zu sagen, dass ich euch einen wundervollen Abend, wundervollen Tag wünsche und wir uns in einem der nächsten Videos sehen. Ich muss mich mal ganz ehrlich bei einer Person besonders bedanken. Und zwar beim lieben Holly LP. Der Holly LP hat mir damals Amnesia erst gezeigt. Durch ihn bin ich überhaupt auf dieses Spiel gekommen. Vor allem durch seine Custom Stories. Und interessanterweise, es ist nichts geplant hier, ne? Ich habe mich heute entschieden. Heute bedeutet der, oh Gott, jetzt muss ich erstmal gucken, welcher ist heute überhaupt. Der 4. Oktober. Ich habe mich heute entschieden, ich setze mich jetzt an dieses Video und bastel daran. Und bastel. Mitten in meiner Bearbeitung. Und dafür muss ich euch mal jetzt ganz kurz nehmen, die Kamera ganz kurz klauen. Mitten in unserer Bearbeitung hier. Oh Gott, ich habe noch nie so eine Kamera gehalten. Fing Holly an zu streamen, was ja ganz normal ist bei ihm. Er ist ja jetzt Vollzeit-Streamer oder Teilzeit oder was weiß ich. Ein bisschen Mega Man. Und dann, interessanterweise, kamen wir zu Amnesia. Er hat Amnesia einfach gestreamt. Aus dem Nichts heraus. Wie gesagt, nichts geplant. Und trotzdem, es hat perfekt zusammengepasst. Vielen Dank, Holly, für alles, was du gemacht hast. Und zwar für deine, oh Gott, ich hoffe, die Kamera ist richtig. Für damals deine Videos und auch für die Streams jetzt. Ich muss mich einfach nochmal bedanken. Und ich kann es nicht glauben, dass das so ein Zufall war. Ich bin völlig außer Häuschen. Völlig aus dem Häuschen. Danke, Holly. Vielen Dank.